Guten Abend, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Mir wurde gerade gesagt, es war ursprünglich mit 50 Besuchern gerechnet worden. Ich kann jetzt leicht überschlagen, dass es mindestens doppelt so viele sind. Und das freut mich natürlich. Denn das heißt ja wohl, dass Sie Interesse haben an dem, was die Alternative für Deutschland zu sagen hat und dass Sie uns gegebenenfalls auch Fragen stellen werden, die wir so gut wie können beantworten werden. Ich bin von Natur aus eine neugierige Person und deswegen, ohne dass ich mir das merken werde und dokumentieren und archivieren werde, würde mich mal interessieren, wie viele heute Abend im Raum sind, die keine Mitglieder und keine schon langmonatigen Unterstützer der AfD sind. Wären Sie so freundlich, mir das mal kurz aufzuzeigen? Sehr schön. Danke. Das freut mich ganz besonders, weil das jetzt zeigt, dass wir auch mal wachsen. Ja, meine Damen und Herren, es ist ja eine spannende Zeit, wenn man hier in den Raum schaut, aber glaubt man den meisten oder den offiziellen Demoskopen, zumindest noch bis vor 1-2 Wochen, da hieß es in den Zeitungen, das sei doch ein echt langweiliger Wahlkampf. Die Plakate, die zu sehen waren, die waren ein bisschen spät mit dem Plakatieren der politischen Konkurrenz, CDU und SPD, waren allesamt ziemlich langweilig und auch die Kampagne der Grünen und du riss einen nicht vom Hocker. Das heißt, eigentlich gibt es keine Überraschung zu erwarten, sollte man meinen, oder? Wir sind der Meinung, dass es anders aussieht. Wir sind diejenigen gewesen, die spätestens seit Anfang März, als die Gründung der Partei oder die Existenz offenkundig wurde, ein bisschen wie der Stachel im Fleisch saßen und immer noch sitzen. Und ich möchte Sie nicht deprimieren, ich bin ein Optimist von Hause aus, aber auch ein Realist. Und deswegen, gegen den langweiligen Wahlkampf sollten wir mit Fakten punkten. Und da müssen wir doch sagen, 3%, und das ist eine Studie eines ernstzunehmenden Institutes, 3% der Deutschen finden Politiker überhaupt noch glaubwürdig. Und um das ein bisschen plakativer zu machen, 97%, also 97 von 100 Deutschen finden, dass Politiker nicht mehr glaubwürdig sind. Was sagt uns das für diesen Wahlkampf? 90%, eine Zahl, die mich selbst sehr erschreckt hat als Naturwissenschaftlerin, glauben auch nicht mehr, dass Wissenschaft unabhängig ist, sondern glauben, dass Wissenschaft und Wirtschaft im Verbund mit der Politik gemeinsame Sache machen. Nicht immer zum Wohle der Bürger. Gerade ging es um Rechtsbrüche. Herr Skoda hat einen genannt. Es gibt Volkswirtschaftler und Wirtschaftswissenschaftler, die gezählt haben. Ich habe nicht nachgezählt, gebe ich offen zu, aber es hat, wenn ich den Zahlen glauben darf, ca. 80 Verstöße in Europa gegen die Verträge von Maastricht gegeben. Ich finde, da ist der Name Rechtsbruch schon viel zu tief gegriffen. 87% der Deutschen glauben nach den neuesten Umfragen, dass die Währungskrise, die Eurokrise nicht vorbei ist und damit auch die europäische Krise nicht bewältigt ist. Auch das wurde im Wahlkampf bisher weitgehend verschwiegen. Dazu kommen noch andere Zahlen, wie die Tatsache, die an uns schon fast spurlos vorbeigeht, dass Deutschland ca. 2 Billionen Euro Staatsschulden hat. Und dass wir in Deutschland, eine Zahl, die mich ganz betroffen gemacht hat, einen Niedriglohnsektor von 20% hat. Und nur um das einzuordnen, dann bewegen wir uns auf dem Niveau von Griechenland und Zypern. Also alles keine Gründe, glaube ich, um von einem ruhigen Wahlkampf zu sprechen oder einen ruhigen Wahlkampf zu führen, es sei denn, wir seien an dem Schicksal unseres Landes, unseres Vaterlandes und auch unseres Kontinents Europas nicht interessiert. Für mich, die Krönung ist jedoch immer die Aussage, die uns auch angestachelt hat, den Namen der Partei Alternative für Deutschland zu wählen. Eine Entscheidung, die durchaus nicht unumstritten war. Und Sie können sich denken, woran sich das festgemacht hat. Das hat sich festgemacht an dem Wort alternativlos. Weil unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel den Gebrauch dieses Wortes meiner Ansicht nach einfach überstrapaziert hat. Alternativlos, was heißt das denn für uns? Könnte ich provokant fragen und sagen, wir Deutsche sind dafür bekannt, dass wir recht diszipliniert sind. Wir sollen den Mund halten, wir sollen arbeiten gehen, das machen wir recht zuverlässig und wir sollen vor allem zahlen. Und ich denke, wir sind uns einig, dass es so nicht sein soll und nicht weitergehen kann. Ich
ich möchte dich ein bisschen zurücknehmen, denn wir wissen, dass die Krise des Euros letztlich auch der Anlass für die Teilgründung der Alternative für Deutschland war. Und deswegen sollten wir uns einmal ganz kurz an die Geburtsstunde, die offizielle des Euros erinnern. Können Sie sich noch an den 1. Januar 2002 erinnern? Ich kann das noch ganz gut, und wenn man sich nicht erinnern kann, dann geht man mal kurz zu YouTube und dann kommt die Erinnerung ganz schnell wieder hoch. Da knallten die Sektkorken an den sehr, sehr großen Sektflaschen und der Euro wurde als große gemeinsame Errungenschaft gefeiert, bevor es eine Errungenschaft war, muss man genau genommen sagen. Und wir Deutschen, die als Einzige in Europa nicht gefragt wurden, auch das sollten wir nicht vergessen, haben unsere geliebte D-Mark aufgegeben. Ich kann auch fragen, war das nötig? Wir wissen alle, es war nicht nötig und es war auch nicht richtig. Und wir müssen auch noch einmal fragen, gerade wenn wir auf Europa schauen, wären denn die Uhren in Europa damals stehen geblieben, wenn es den Euro nicht gegeben hätten? Nun, im Rückblick ist man immer schlauer und wir wissen natürlich, wäre es nicht so gewesen. Aber das wurde uns nicht bei Einführung des Euros alles versprochen. Gott sei Dank ist der Bürger vergesslich, ich selbst bin das auch, aber man kann ja nochmal zurückschauen und sehen, was uns versprochen wurde. Ich werde nicht alles aufzählen, aber ich fasse ein paar Punkte zusammen. Versprochen wurde uns, die Wirtschaft der Euro-Länder würden durch den Euro einen gigantischen Aufschwung erfahren. Das klingt immer toll. Die Arbeitslosigkeit würde überall drastisch zurückgehen, die Preise würden durch mehr Wettbewerb, das Zauberwort Wettbewerb, würden sinken, natürlich. Alles sollte schöner und besser werden. Gut, das ist immer schön, das wollen wir auch. Am besten finde ich die Aussage, die ich nochmal nachgelesen habe, die Preise an der Tankstelle würden bei den angezeigten Benzinpreisen und Dieselpreisen endlich wieder eine Null vor dem Komma haben. Sie wissen es besser und ich weiß es auch. Ich fahre jeden Tag zur Arbeit, weil ich im Leipziger Land wohne, ca. 50 Kilometer hin und 50 Kilometer zurück. Also wir wissen, was an der Tankstelle vor dem Komma steht und es ist wahrhaftig kein Null. Das heißt, ganz klar zu sein, wir wissen heute, dass von vielen Versprechungen, die gemacht wurden, eigentlich keine eingetroffen sind. Das muss man einfach konstatieren. Und vielleicht ist Ihnen bei der Aufzählung das aufgefallen. Als vor ein paar Wochen, die NSA-Affäre kochte gerade hoch, die Verhandlungen um die neue transatlantische Vertragsverhandlung rund um die Freihandelszone in Gang kamen, die ja auch von den Ungeheuerlichkeiten der Spionageaffäre nicht gestoppt wurden. Haben Sie mal gehört, was uns da versprochen wurde? Das klang ungefähr genauso wie die Einführung des Euros. Ich möchte heute Abend gar nicht über die Freihandelszone reden und dazu auch gar keine Bedeutung abgeben. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, da mal genau hinzuschauen und hinzuhören und zu hinterfragen, ob das nicht vielleicht eine ähnliche Situation sein könnte. Gut, dann fragen wir doch mal und gehen die Punkte mal systematisch durch, so macht man das als Naturwissenschaftler, wo gab es und gibt es denn einen Wirtschaftsaufschwung? Da wird doch immer Deutschland zitiert und wir sind doch laut der meisten Zeitungsberichten der größte Gewinner im Euro. Was den Export angeht, könnte man meinen, ist das auch so. Allerdings wissen die meisten unter Ihnen bestimmt gut, dass Deutschland auch vor Einführung des Euro Exportweltmeister war. Trotz D-Mark, erstaunlicherweise. Das heißt, wir sind es nicht erst seit dem Jahr 2002. Und man muss gleichzeitig die Frage stellen, welchen Preis haben wir dafür gezahlt? Sie wissen bestimmt auch noch, dass gerade Deutschland in den Anfangsjahren des Euro als eigentlich das Sorgenkind Europas betrachtet wurde. Was dazu geführt hat, dass wir uns der schmerzhaften Methoden oder der schmerzhaften Ziele unterwerfen mussten, die alle unter dem Stichwort Agenda 2010 und Hartz IV laufen. Das heißt, Deutschland hat den Stand, den es heute hat, auch nur um den Preis schmerzhafter Reformen erreicht. Reformen, die unter dem Strich zu Besuchungen der Armen geführt haben, eben unter anderem zum besagten Niedriglohnsektor um 25% und zumindest auf dem Papier vielleicht zu einer geringeren Arbeitslosigkeit, während in den anderen Euro-Ländern die Löhne drastisch gestiegen sind. Ich habe gestern noch eine Zahl gelesen, dass in Italien in den Jahren nach der Euro-Einführung die Löhne um 35% gestiegen sind. Andere Zahlen finden wir sicherlich auch noch. Nur die Produktivität ist nicht gestiegen. Und gerade was das Beispiel Griechenland angeht, auf das wir noch einige Male zurückkommen werden heute Abend, gerade da ist die Produktivität der Wirtschaft in den Zeiten des Euro auch nicht gestiegen. Und Griechenland steht heute mit einem viel, viel höheren Schuldenstand da, nicht nur als vor der Euro-Krise, sondern auch als vor Beginn der Rettungspakete. Das heißt,
wenn wir auf Deutschland zurückschauen, und ich finde, wir tun gut daran, erstmal unser eigenes Land zu schauen, denn auch zu Hause im privaten Bereich kehrt man normalerweise erst vor der eigenen Tür, bevor man die anderen kehrt, müssen wir schauen, dass es neben den Niedriglöhnen in vielen Branchen der Wirtschaft auch andere Entwicklungen gegeben hat, über die wir nicht glücklich sein sollen und die wir uns einfach mal bewusst machen müssen. Denn das Gebet zu den Augen wiederholen davon, dass es uns doch gut geht und wir auf Rom und Wohl jammern, ist sicherlich eine Aussage, aber genau dann verschließt sie auch die Augen vor der Wirklichkeit. Und die sehen in der Tat also auch, und das ist nicht nur für den Osten Deutschlands, sondern auch für die alten Bundesländer war, dass wir Niedriglöhne uns leisten, die Gesellschaft sich leistet, Niedriglöhne, von denen viele Arbeitnehmer trotz eines 8-Stunden-Tages ihre Rechnung nicht bezahlen können oder kaum bezahlen können, geschweige denn etwas anschaffen, zurücklegen oder in den Urlaub fahren können. Ganz besonders fällt mir das auf, wenn meine Universitätszeit dann doch gefühlt noch nicht so weit zurückliegt, dass wir uns in Deutschland einen akademischen Mittelstand leisten, der Gehälter bekommt am Ende des Monats, von dem man sich nur noch scheinen kann. Und nicht nur niedrige Gehälter, Sie wissen alle, dass durch die, oder vielleicht auch nicht durch die Einführung des neuen Tarifsystems in den Ländern, viele Akademikergehälter um mehrere hundert Euro pro Monat schlichtweg gekürzt wurden. Wir leisten uns in Deutschland auch das Land, das Innovation als ein Kapital betrachtet, weil wir arm an Rohstoffen, aber reich an sogenannten Humankapital sind. Wir leisten uns in Deutschland einen Sektor der befristeten Tätigkeit, also kurzfristige Arbeitsverträge, gerade an Universitäten, von, halten Sie sich fest, 74%. Im Vergleich dazu haben wir in Großbritannien befristete Arbeitsverträge von 25% und in den USA, dem Land, in dem Hire and Fire angeblich die Hauptmaxime ist, von 18%. Das sind Zahlen, die sollten uns zu denken geben, denn Sie können sich vorstellen, dass die Motivation eines Mitarbeiters, der seine Vorlesung und seine Lehrveranstaltung vorbereiten muss, aber gar keine dauerhafte Perspektive hat, nicht so manch hoch sein kann. Oder dass man seinen Idealismus doch gewaltig überstrapaziert, wenn man ihn nicht ordentlich bezahlt. Natürlich ständig steigende Lebenshaltungskosten, da können wir sagen, das ist normal, das war schon immer so, die Preise sind fast nie gesunken, sondern immer nur gestiegen. Gekoppelt aber mit einer Inflationsrate, die zwar nicht hoch ist und in anderen Ländern Europas als geradezu nicht existent gilt, wenn sie 3% beträgt. Wir leisten uns neben ständig steigenden Lebenshaltungskosten gleichzeitig schleichende Entwertung unserer Ersparnisse. Das wissen Sie alle, wenn Sie auf den Stand Ihrer Lebensversicherung schauen oder auf Ihr Sparbuch. Sie wissen, dass Sie nicht nur keine Zinsen bekommen, sondern da die Inflationsrate den Realzins übersteigt, dass Sie genau genommen jedes Jahr Einkommen oder tatsächlich Guthaben verlieren. Und wenn der Finanzminister sich dann vor wenigen Tagen freut, dass der deutsche Staat Geld spart oder hat gesagt, Deutschland gewinnt dadurch, dass die Zinsen so niedrig sind, dann hat er gut oder Schäuble verwechselt, dass in dem Fall Deutschland an zwei Stellen unterschiedlich reagiert. Und dass Deutschland der Staat ist, aber Deutschland nicht die Sparer sind. Das heißt, der Staat gewinnt, er muss nicht so viel Zinsen zahlen, aber der Sparer verliert. Das heißt, diese Art der Ersparnis geht zulasten der Bürger und geht zulasten der Sparer. Nun sagen Ihnen alle, die von Wirtschaft viel Ahnung haben, aber Sie selbst können sich das auch vorstellen, Geld verschwindet nicht einfach. Oder wie man im Rahmen der Finanzkrise 2008, 2009 gesagt hat, das Geld verdampft an der einen Stelle und kondensiert, wie man das schön chemisch auch darstellen kann, an einer anderen Stelle auf dem Globus. Jetzt müssen wir konsequenterweise fragen, wenn es bei uns verdampft ist, wo ist es denn mal kondensiert? Wo hat es sich denn niedergeschlagen? Als Nebel oder als Bus auf den Bankguthaben? Und da wissen wir natürlich, sitzen auch Profiteure der global aufgestellten Wirtschaft in Deutschland. Wir haben global agierende Konzerne, auch wir haben große Banken, die Deutsche Bank hält ja immer als das Paradebeispiel, aber natürlich gibt es rund um den Globus ganz, ganz viele globale Player, wie sie heutzutage auf Neudeutsch heißen, Investmentbanken, und ich greife natürlich nicht umsonst oder aus Zufall eine mal aus, obwohl sie nicht die einzige ist, wenn ich von Goldman Sachs rede. Ich wurde neulich darauf hingewiesen, bei den Rückmärkten, dass wir Goldman Sachs sagen und es nicht Englisch aussprechen. Sie verstehen mich, glaube ich, in jedem Fall. Goldman Sachs hat in einer unternehmensinternen Mitteilung, die öffentlich geworden ist, im Jahr 2010 mitgeteilt, man selbst habe von der Finanzkrise überhaupt nicht, man habe nicht gelitten, man habe im Gegensatz dazu entscheidend profitiert. Und das sollte uns doch zu denken geben, wenn
In der Krise 2008, 2009 ist doch die Banken waren, die geschrien haben, sie müssten unbedingt gerettet werden. Und wenn die aktuelle Staatsschuldenkrise, die wir erleben, doch eigentlich, wie wir wissen, eine Bankenkrise ist. Das heißt, wenn wir ehrlich sind, hat eine gigantische Umverteilung stattgefunden, die noch lange nicht aufgehört hat. Und dieser Umverteilung, da stimmen wir zu, meine ich, solange wir nicht aktiv dagegen protestieren. Denn wir, Sie und ich, der normale Steuerzahler, hat von dieser Art Aufschwung, von dieser Art Umverteilung wenig bis nichts. In unserer Portemonnaie kommt ein derartiger Aufschwung nicht an. Und um gleich vorweg zu nehmen, was die Arbeitsplätze angeht, wir fühlen uns in Deutschland vergleichsweise glücklich, wenn wir nach Griechenland und Frankreich und Italien gucken. Und das können wir natürlich dem Grad des Zusammenbruchs des gesellschaftlichen Lebens in diesen Ländern, vor allem in Griechenland, ist so eklatant, dass wir tatsächlich hier an dieser Stelle uns glücklich fühlen müssen, dass das öffentliche Leben in Deutschland funktioniert, dass wir nicht jeden Tag auf die Straße gehen, weil die Vorliebe für Generalstreiks uns nicht so gegeben ist. Aber wollen wir doch mal kritisch auf unsere Arbeitslosenzahlen schauen? Wollen wir doch mal kritisch schauen, was uns die Agenda 2010 tatsächlich gebracht hat? Die 20% Niedriglohnsektor habe ich schon genannt. Offiziell in der Statistik heißen diese Menschen Unterbeschäftigte. Also wenn Sie auf die monatlich ausgegebene Statistik des Arbeitsamtes oder Neudeutsch der Agentur für Arbeit hören, dann haben wir offiziell nur 2,9 Millionen Arbeitslose. Umgerechnet in eine prozentuale Quote sind das 6,2%. Nehmen Sie aber die sogenannten Unterbeschäftigten dazu, dann addieren Sie bitte auf die 2,9 Millionen 3,8 Millionen. Also im Überschlag sind wir bereits bei fast 7 Millionen. 7 Millionen Menschen, die entweder keine Arbeit haben, schon lange keine Arbeit mehr haben oder von ihrer Hammerarbeit nicht wirklich leben können. Zählen Sie dann dazu diejenigen, die von der Statistik gar nicht mehr erfasst werden, zum Beispiel, wenn Sie älter als 57 Jahre sind, sich in einer Weiterbildungsmaßnahme des Arbeitsamtes befinden oder Frührente haben, dann können Sie diese Zahl noch ein bisschen aufaddieren. Und dann sind wir nicht nur bei 6,2%, dann sind wir bei mindestens dem Doppelten, bei 12% oder vielleicht auch bei 14%. Das ist eine Zahl, die uns nicht glücklich machen kann. Und wenn das der Erfolg des Euro ist, dann kann ich nur sagen, das ist wahrhaftig keine Erfolgsstory. Auch bei den Preisen. Und das wissen Sie selbst, wenn Sie an das Märchen der gefühlten Teuerung nicht glauben, auch die Preise sind gestiegen. Ich habe 3 Jahre in England gelebt, von 1995 bis 1998, damals gab es die Mark noch. Und da ist mir immer aufgefallen, dass das, was in Deutschland 99 Pfennig kostete, das kostete in England immer 99p. Das war ungefähr das Dreifache. Dann sagte ich, Mensch, ist England teuer. Als der Euro eingeführt wurde, wissen Sie selbst, hat sich bei vielen Preisen einfach nur die Währungseinheit geändert. Und ansonsten sind sie gleich geblieben. Und wer dagegen opponierte oder sich darüber aufregte, der wurde darüber belehrt, dass man nicht rechnen könne, in Wirklichkeit sei alles doch viel günstiger geworden. Ich greife ein sicherlich plakatives Beispiel heraus, Sie verzeihen mir das. Sie haben gerade gehört, ich habe 4 Kinder. Mein Jüngster, wir haben 2 Söhne und 2 Töchter, ist 2,5, unsere große Tochter ist 11. Sie können sich vorstellen, dass man bei Kindern in diesem Alter eines tut, und das ist ständig Schuhe kaufen zu gehen. Ich erinnere mich auch recht gut daran, dass Ende des Jahres 2001 ein gutes Paar Schuhe zwischen 50 und 70 Mark kostete. Man konnte natürlich mehr ausgeben, aber für diesen Preis bekam man recht gute Schuhe. Bleiben wir bei den 49,95. So waren in vielen Geschäften auf wundersame Weise einige Monate später daraus 49,95 € geworden. Und wenn Sie wissen, was Sie heute in einem normalen Schuhgeschäft für Schuhe auf den Tisch legen müssen, dann wissen Sie, dass Sie ein paar Markenschuhe kaum unter 80 bis 100 Euro bekommen. Und selbst ordentliche Kinderschuhe, von denen Sie wissen, die halten in der Regel 3 Monate, weil die Kinder ständig wachsende Füße haben, selbst ordentliche Kinderschuhe kosten heute um die ca. 50 Euro. Das heißt, Sie können sich vorstellen, nun hat nicht jeder 4 Kinder, aber auch wenn man 2 oder 3 Kinder hat, dann geraten Schuheinkäufe für eine normale Familie mit 2 durchschnittlichen Verdienern mittlerweile fast zu einer Investition. Leider ist es im betriebswirtschaftlichen Sinne keine Investition, denn nach ein paar Monaten sind diese Schuhe meistens abgelaufen. Anders verhält es sich auch für andere Preise. Wir wissen, die Preise für Strom, gerade für Strom, aber auch für Gas und Wasser, die Preise für öffentliche Verkehrsmittel, nicht nur bei der Deutschen Bahn, aber auch die Kosten für Kinderbetreuung, die haben nur eine Richtung und das ist immer aufwärts.
Ich weiß nicht, ob Sie die aktuelle Zeit gelesen haben. Und letztes Jahr wurde eine Umfrage gemacht zu Kosten der Kinderbetreuung. Und da war ich doch also alarmiert, als ich gehört habe, dass gerade in Nordrhein-Westfalen, es ging um dieses Bundesland hier, die Kita-Platzkosten für die neu zu schaffenden Kita-Plätze ab dem 1. August teilweise bis zu 750 Euro im Monat betragen. Ich frage mich, wie sich das eine normale Familie leisten soll. Auch bei anderen Kosten, die wir für selbstverständlich betrachten und auch für nötig, verhält es sich nicht viel anders. Waren die gesetzlichen Krankenkassenbeiträge im Jahr 1990 noch bei 12,5%, liegen sie inzwischen bei 15,5% eingefroren. Gleichzeitig werden aber weitere Leistungen nicht nur bei Zahnärzten, auch bei anderen Ärzten ständig aus den Maßnahmen der Leistungskatalog herausgelöst und sie dürfen sich damit privat versichern. Was unter dem Strich bleibt, sind steigende Kosten. Von der Mehrwertsteuerhöhung im Jahr 2007 von 16% auf 19% möchte ich gar nicht sprechen und davon, dass wir ständig doppelt und dreifach besteuert werden, eigentlich auch nicht. Wobei, vielleicht ist es doch gut, darüber nachzudenken, dass Sie pro gekauften Kilo Kaffee eine Kaffeesteuer bezahlen. Wussten Sie das? Wissen Sie also, wie viel beträgt? Vielleicht weiß es einer. Wir zahlen auf ein Kilo Kaffee eine Steuer von 2,19 Euro pro Kilo. Es gibt, ja, es ist heftig, ne? Wir fahren nicht mehr unbedingt nach Holland, um den Kaffee einzukaufen, so wie ich das noch von meinen Schwiegereltern aus den 80er Jahren kenne. Aber wir müssen uns doch klar machen, wir zahlen auch heute noch eine Sektsteuer oder Schaumweinsteuer, das heißt für die kaiserliche Marine, von der wir alle wissen, dass es sie nicht mehr gibt. Das heißt, auch unser Steuersystem hat Form angenommen, die mit einem Anspruch an Transparenz schon lange nichts mehr zu tun haben. Ich möchte nicht sagen, dass Geld allein glücklich macht. Deswegen war der Anspruch, dass der Euro uns glücklicher machen sollte, bestimmt auch der falsche. Und ich weiß auch nicht, ob er in der Form tatsächlich formuliert wurde. Tatsache ist nur, dass wir durch den Euro tatsächlich nicht gewonnen haben. Und wenn wir jetzt auf die politische Situation schauen, die wir in Europa nun wiederfinden, müssen wir auch konstatieren, dass der Euro Europa mitnichten hat zusammenwachsen lassen. Auch wenn uns die Überwindung des Euros als Symbol des Friedensprojekts Europas so gebetsmühlenartig eingetrichtert wird, dass vielleicht viele langsam anfangen dran zu glauben. Aber ich denke, wir sind in Bern an einem guten Platz, um zu wissen und um sich zu erinnern, dass Europa und ein friedliches Europa auch vor dem Euro existiert hat und auch durchaus nicht nur einige wenige Jahre, sondern nach dem Zweiten Weltkrieg und spätestens seit der Annäherung Deutschlands an Frankreich und umgekehrt. Und noch eins möchte ich nicht unerwähnt lassen, die Propheten, die frühen Propheten werden ja selten gehört und noch seltener werden sie gelobt. Aber wir müssen in diesem Zusammenhang einfach zur Kenntnis nehmen, dass es in den 90er Jahren, und ich kann mich gut daran erinnern, weil meine Eltern schon damals Eurogegner waren, ich erinnere mich, dass in den Jahren 92 und 93, das war so zweiter Jahr von meinem Abitur, Professor Hanke auch schon einer derjenigen Kritiker war, die offen und laut ihre Stimme gegen diese Währungsunion erhoben haben. Er war mitnichten der Einzige, aber sie wurden totgeschwiegen. Und wenn ich von Bernd Lucke, mit dem ich seit dem 20. Januar dieses Jahres kenne und seitdem ich ihn gemeinsam kämpfe, höre, welche Wege er auf sich genommen hat, welche Maßnahmen er ergriffen hat, um außerhalb einer Partei gegen die verantwortungslose Rettungspolitik zu Felde zu ziehen, da kann ich nur sagen, selbst in den letzten 3 Jahren sind die Stimmen von Fachleuten einfach unter den Tisch gekehrt worden. Und es war genau diese Tatsache, die uns am 20. Januar in Hannover anlässlich der niedersächsischen Landtagswahl dazu gebracht hat, in relativ stringenter und kurzer Entscheidung zu sagen, wenn Fachleute außerhalb der Politik einfach ignoriert werden, wenn es nicht mehr wichtig ist, was Wissenschaftler, unabhängige Wissenschaftler sagen, dann haben wir nur eine Möglichkeit, auch wenn wir das eigentlich nicht unbedingt angestrebt haben, dann müssen wir eben selbst zu Politikern werden. Und das war die Geburtsstunde der Alternative für Deutschland. Ich habe gesagt, wir sind ein bisschen wieder Stachel und Fleisch und ich piekse mich da auch selbst, wenn ich frage, haben wir uns nicht aber von den Versprechungen aller ein bisschen einlullen lassen? Ich weiß, ich konnte meine Eltern damals auch nicht verstehen, als sie gesagt haben, nee, das kann nicht funktionieren mit dem Euro. Und ich war damals gerade dabei, intensiv Französisch zu lernen und fand das toll, in Frankreich kein Geld umtauschen zu müssen. Also haben wir tatsächlich nicht alle ein bisschen an die Versprechungen geglaubt und haben wir erkannt, welchen Preis wir möglicherweise dafür bezahlen mussten.
Haben wir bestimmt nicht, denn wir haben auch bestimmt im Jahr 1999 noch an die Wahlplakate der CDU geglaubt, die da verheißen haben, dass kein Staat für die Schulden eines anderen bürgen müsste. Heute holen wir diese Plakate raus und allen ist klar, dass es damals eine Lüge gewesen ist. Aber haben wir neben den immensen Zahlungsverpflichtungen, die auf uns zukommen, auch ein anderes erkannt? Haben wir erkannt, dass der Euro Mittel zum Zweck ist und war, Mittel zum Zweck, die europäische Gemeinschaft und die europäischen Länder auf eine Art und Weise zusammenzuzwingen, wie es der Souverän, die Bürger in den jeweiligen Ländern vielleicht niemals entschieden hätten? Haben wir nämlich gemerkt, dass der Euro offenbar ein Instrument zur Errichtung eines europäischen de facto Zentralstaates oder einer europäischen EU-Diktatur würde. Ich weiß, wir hören das nicht gern, und wenn Herr Hinrich und Broder, wie vor 3 Tagen geschehen, in der Welt schreibt, dass die EU eine EU-Sowjetunion ist, dann schüttelt uns das schon und mich selbst auch, weil der Vergleich natürlich überhöht ist. Aber wenn wir heute von EU-Sozialismus reden, dann glaube ich, finden wir viele Elemente tatsächlich, die in dieser Europäischen Union so ausgestaltet sind, wie es tatsächlich auch in der DDR der Fall war und in anderen Ostblockstaaten, nämlich mit Maßnahmen der Gleichmacherei, die heute euphemistisch Harmonisierung heißt, also genau den Methoden, die der liberale und kapitalistische oder auch einfach freie Westen Europas zurecht gegeißelt haben. Das müssen wir uns schon fragen, wenn wir uns die Europäische Union in der heutigen Form anschauen. Und natürlich wurde uns das nicht offen auf dem Silbertablett serviert, aber inzwischen reden selbst unsere Spitzenpolitiker der Union ganz offen darüber. Ich bin mir sicher, einige von Ihnen haben gehört, was Herr Schäuble im November 2012 gesagt hat. Ziemlich genau zitiert hat er nämlich gesagt, Deutschland ist seit dem Jahr 1945 nicht einen Augenblick souverän gewesen. Insofern bräuchten wir uns gar nicht groß umzustellen, wenn wir in einem europäischen Zentralstaat aufgehen. Ungeheuer. Ja, ganz genau. Das ist ungeheuerlich. Und ich habe mich damals gefragt, warum protestiert eigentlich niemand? Man konnte diese Aussage nachlesen, man konnte diese Aussage nachhören, aber es passierte nichts. Es passierte auch nichts, als Frau Roth, Frau Claudia Roth, die ja nicht unbedingt bekannt dafür ist, hochtrabend intellektuelle Bemerkungen zu machen, als Frau Roth sagte, das war in diesem Jahr, wir mögen unseren deutschen Pass doch schon mal prophylaktisch gegen einen fiktiven europäischen eintauschen. Auch kein Protest. Es gab auch keinen Protest, als Herr Joschka Fischer, und das ist schon ein paar Jahre länger her, und erinnert mich an die Zeit, als es relativ viel Einwanderung aus einigen ehemaligen Republiken der Sowjetunion gab, vor allem in der Ukraine, als Joschka Fischer sagte, es sei schon in Ordnung, wenn die Deutschen in ihrer Zahl immer weiter dezimiert würden, das geschehe uns recht angesichts unserer Geschichte. Ich freue mich, dass Sie nicht klatschen, denn diese Aussagen müssen betroffen machen, meiner Ansicht nach. Sie müssen deswegen betroffen machen, weil wir feststellen, dass führende Politiker unserer Regierung oder vergangener Regierung, und Joschka Fischer war immerhin einige Jahre unser Außenminister, dass diese Leute offenbar vergessen haben, zu wessen Wohle sie eigentlich arbeiten sollen. Und auch wer ihnen die Macht geliehen hat. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder klar machen, auch wenn uns das nicht so vorkommt, wenn wir uns vielleicht viel mehr als Stimmfiel, als souveräner Bürger fühlen, dass wir trotz allem der Souverän sind und dass wir dies unseren Politikern nur klar machen müssen. Wir haben eine repräsentative Demokratie, aber das heißt ja nicht, dass wir zwischen den Wahlen nichts zu sagen haben. Und deswegen möchte ich Sie und mich und uns alle ermuntern, dass wir von diesem Recht als Souverän Gebrauch machen. Für mich ist es nicht nur ein Recht, sondern genau genommen ist es auch demokratische Pflicht. Denn es gibt in unserem Grundgesetz auch einen Passus, der da heißt, wenn wir der Meinung sind, dass die Demokratie gefährdet ist, dann haben wir nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht zum Widerstand. Nun haben wir Wahlen vor uns in 3,5 Wochen, wenn der 18. Deutsche Bundestag gewählt werden wird. Aber ich möchte nur sagen, dass wir uns nicht zurücklehnen dürfen. Eine Demokratie ist immer nur so lebendig, wie die Mitglieder dieser Demokratie es sind. Und deswegen tut es uns Deutschen, glaube ich, manchmal gut, wenn wir nach
rechts schauen und nach links schauen und dann meine ich unsere Nachbarländer. Und vielleicht nicht wie die Griechen allein auf die Straße gehen, aber ich freue mich immer an den französischen Bauern, die gar kein Problem damit haben, auf die Straße zu ziehen und zu protestieren, auch wenn sie die Lösung für das Problem nicht parat haben. Die Deutschen sind so geneigt, das erlebe ich immer wieder, wenn ich in Elternräten meiner Kinder in den Schulen arbeite, dass wir nur dann protestieren, wenn wir die Lösung des Problems sofort präsentieren können. Das ist aber nicht primär der Sinn des Protests. Bevor ein Problem gelöst werden muss, muss es erst einmal benannt werden. Und dazu braucht es ehrliche, mündige und vor allem auch mutige Bürger, die aufstehen und die Probleme ermahnen wollen und sich nicht daran stören, dass vielleicht die politische Korrektheit an der Stelle auf der Strecke bleibt. Ich denke, von der können wir uns getrost verabschieden, wenn wir politisch etwas erreichen wollen. Und ich habe gerade gesagt, wir sind eine repräsentative, eine parlamentarische Demokratie, aber wir wissen auch, dass unser Grundgesetz die Möglichkeit bietet, mehr als das zu tun. Dass der Souverän nicht nur zu Wahlen befragt wird, sondern auch im Rahmen von Volksabstimmungen. Und so wie ich vorhin erwähnt habe, dass wir vor der Einführung des Euros nicht gefragt wurden, wurden wir natürlich auch nicht befragt, als es darum ging, jetzt die Euro-Rettungspakete zu schnüren. Und wir sind von vielen Unterstützern aufgefordert worden, die Wahlkampfkampagne der Alternative für Deutschland rein an einer Volksabstimmung auszurichten und zu sagen, wir wollen auf jeden Fall die Volksabstimmung über den Euro. Das ist auch weiterhin so, wir sind der Meinung, wenn es überhaupt eine Möglichkeit geben kann, diese Art der Rettungspolitik zu legitimieren, dann kann es nur durch eine Volksabstimmung geschehen. Wir wissen auch, dass wir die nicht von heute auf morgen bekommen werden. Und wir sind der Meinung, dass sich ein Ende der Rettungspolitik auch politisch erzwingen lassen kann. Deswegen haben wir unsere Wahlkampagne nicht nur auf den Euro ausgerichtet, aber natürlich vor allem, weil für uns der Euro eben auch symbolisiert, dass mit dem Bruch, den zahlreichen Brüchen der Verträge, der Souverän mehrfach mit Füßen getreten wurde. Mit Füßen getreten wurde und wir uns selbst dieses Recht auf Mitsprache wieder zurückholen müssen. Und nur damit das ganz klar ist, ich habe zuvor Frau Konautza sehr wohl zur Kenntnis genommen, wir haben als Deutsche immer den Reflex, uns gleich eingemeinschaften zu müssen in die europäische Staatengemeinschaft, weil wir Sorge haben, wir könnten als Deutsche daraus hervorstechen. Und es gibt ja diese Aussagen, Deutschland sei zu klein, zu groß für Europa und zu klein für die Welt. Und wir sind es gar nicht mehr gewöhnt, einfach damit zufrieden zu sein und ein gesundes Selbstverständnis zu unserer Identität zu haben. Das ist etwas, was unsere Nachbarn, insbesondere die Franzosen und Italiener und auch die Griechen mit ihrem Staat bestimmt nicht glücklich sind, gar nicht verstehen. Die sagen, und ich weiß es aus vielen Gesprächen mit Kunden in diesen Ländern, die sagen, was habt ihr nur für ein Problem mit euch selbst? Legt endlich euer Minderwertigkeitsgefühl ab. Sie wissen das selbst, wenn man in einer Diskussionsrunde mit jemandem zu tun hat, der nicht weiß, ob er sich selbst gern mag, dann hat man mit diesen Diskussionsmitgliedern ein ziemliches Problem. Und ich glaube, wir tun nicht unseren europäischen, aber vor allem unseren europäischen Partnern kommen wir ein Stück entgegen, wenn wir endlich selbstbewusst mit unserer eigenen Identität umgehen, die, und das will ich ganz deutlich sagen, nicht 1933 angefangen und nicht 1945 aufgehört hat. Unsere Geschichte ist viel länger und es gibt viele positive Phasen in ihr, was nicht heißt, dass wir die dunklen Flecken verheimlichen wollen. Ich denke aber, dass wir als Deutsche einen guten Schritt vorangekommen sind auf der Bewältigung unserer Vergangenheit. Und wir sollten uns nicht nur auf diesen Teil der Geschichte reduzieren lassen. Und um einen großen Staatsmann, den ich sehr bewundere, zu zitieren, nicht nur wir als Alternative für Deutschland, ich denke, das werden vermutlich auch unsere politischen Konkurrenten, wenn sie ehrlich mit uns sind und ehrlich mit sich selbst, bestimmt bewahren. Wir wollen natürlich mit allen europäischen Ländern in Freundschaft und in einem Verbund partnerschaftlich zusammenleben. Das gilt im Übrigen, denke ich, nicht nur für Europa, sondern für die gesamte Weltgemeinschaft. Und so hat es eben kein deutscher Politiker formuliert, sondern so hat es Charles de Gaulle formuliert. Er hat nämlich gesagt, wir wollen mit allen europäischen Ländern in einem Verbund der Vaterländer freundschaftlich zusammenleben. Und das hat er gesagt, das wissen Sie bestimmt, vor 60 Jahren, als die Élysée-Verträge abgeschlossen wurden, die wir gerade erst gefeiert haben.
Das heißt, mit dieser Ansage, mit diesem Ziel, was ja selbst auch eine große Aufgabe ist, eine partnerschaftliche oder gar freundschaftliche Beziehung zu diversen Nachbarländern ist diplomatisch keine leichte Aufgabe. Mit dieser Aufgabe, mit diesem Anspruch sind wir mitnichten allein in Europa. Denn die Tatsache oder die Ansicht, man wolle in einem zentralisierten Europa aufgehen, ist ja keine, die von irgendeinem anderen Land in Europa geteilt wird. Wenn also Frau Roth ihren Pass abgeben will, dann soll sie das tun, aber sie soll ja nicht glauben, dass ein Franzose es ihr nachtut. Wenn ich jetzt dazu komme, ganz kurz erwähne, was uns unsere ja schon stark antidemokratische EU-Kommission gebracht hat, dann können Sie das aus eigenem Erleben bestimmt gleich ergänzen. Da sind nicht nur die Glühbirnen, die europäisch abgeschafft werden müssen, da sind viele Rechtsvorschriften, die Deutschland inzwischen nicht mehr selbsttätig umsetzen kann. Es gibt Schätzungen, dass fast 70 oder mehr als 70% der Rechtsvorlagen im Parlament, im Bundestag letztlich einer Vorgabe der EU folgen. Sie wissen alle, dass Deutschland aktuell das einzige Land ist, das noch kein nationales Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung erlassen hat. Sie wissen vermutlich auch, dass auf europäischer Ebene auch kulturelle Güter wie Saatgute, nicht nur die Linderkartoffel, die vielleicht ein Begriff ist, sondern viele letztlich Ausdrücke nationaler und regionaler Identität, denn wir identifizieren uns sehr wohl mit unserer Esskultur, mit unserer Lebenskultur, dass diese alle vereinheitlicht, gleichgemacht oder neudeutsch harmonisiert werden sollen. Am meisten habe ich mich aufgeregt in den letzten Tagen, als ich las, dass es eine Richtlinie unter der kryptischen Nummer 1924-2006 gibt, die doch tatsächlich verlangt, dass alle Lebensmittelhersteller eine einheitliche Kennzeichnung erreichen wollen. Sie wissen, die Ampelkennzeichnung, die geistert schon eine geraume Zeit durch die Welt. Und ich dachte, lange Zeit war es ja gar nicht so schlecht, wenn da was Einheitliches draufsteht. Aber als ich mir diese 16 Seiten zu Gemüte geführt habe, im wunderbarsten Bürokratendeutsch, da bin ich echt wütend geworden. Warum? Da muss doch tatsächlich, oder sind offensichtlich unsere Bürokraten in der EU auf die Idee gekommen, dass alle Lebensmittelhersteller in der gesamten EU nun ihre Bezeichnungen auf den Lebensmittelverpackungen oder auch auf Nahrungsmittelergänzungsverpackungen einheitlich zu gestalten haben und dass dann die EU-Behörden darüber entscheiden, was wissenschaftlich fundiert und was nicht wissenschaftlich fundiert ist. Ich finde, das ist eine ziemliche Anmaßung. Punkt 1 traue ich der EU überhaupt nicht zu, dass sie wissenschaftliche Kompetenz haben, das zu entscheiden. Zweitens wissen wir, ich habe vorhin gerade die Zahl genannt, dass Wissenschaft und Wirtschaft nicht unabhängig voneinander sind und damit ist auch Wissenschaft und Politik nicht unabhängig. Dann frage ich Sie, was soll dabei herauskommen und was ist das für eine Art der Kultur in Europa, wenn ich am Ende im hintersten Bergdorf von Griechenland die gleiche Lebensmittelkennzeichnung habe wie in Berlin oder in Frankfurt? Ist das, was wir unter europäischer Kultur verstehen? Ich glaube, dann können wir uns das Reisen ins Ausland langsam sparen. Und dann... Und dann wird auf diese Art und Weise ganz viel kulturelle Vielfalt verloren gehen. Und das ist nicht das Einzige, das Verschlimmere dahinter ist meiner Ansicht nach, dass dadurch wieder erneut multinationale Konzerne in ihrem Bestreben begünstigt werden, mit ihrer Marktmacht eben auch kleine regionale Firmen und Hersteller kaputt zu machen. Deswegen lesen Sie mal nach, Verordnung 1924-2006, sie ist genau genommen schon in Kraft, es gibt aber offensichtlich in mehreren Ländern schon Unterschriftenaktionen, Petitionen dagegen, wenn die so erfolgreich organisiert werden wie die Petitionen gegen die Privatisierung der Wasserversorgung, dann denke ich, wird 1 Million Unterschriften zu erreichen sein und dann wird die EU-Kommission diese Verordnung revidieren müssen. Das heißt, wir sehen an diesem Beispiel, dass die Organisation der EU-Kommission oder der EU-Behörden mitnichten demokratisch sind. Aber fragen wir uns jetzt, wer macht denn in dem Ganzen die Bürger mit? Und da müssen wir leider konstatieren, auch der Bundestag, auch unsere Bundesregierung sind an dieser Art der Abgabe von Souveränitätsrechten maßgeblich beteiligt. Denn all diese Dinge werden im Bundestag am Ende abgenickt. Und abgelegt wurden, wie Sie wissen, noch ganz andere Verträge. Ich werfe Ihnen nur ein paar Daten zu. Zum Beispiel den 29. Juni 2010. An diesem Tag hat der Bundestag zum ersten Rettungsschirm unter der kryptischen Abkürzung EFSF Ja gesagt. Und es folgten weitere Ja-Sagerunden
Nicht zuletzt am 13. Juni, oder ich glaube am 13. Juni war es, als der Verlagerung der Bankenaufsicht von der Bundesbank zur EZB zugestimmt wurde. Mich am meisten beeindruckt hat Frau Merkels Kehrtwendung innerhalb von 3 Tagen. Es war ungefähr vor einem Jahr, am 26. Juni des Jahres 2012, hat Frau Merkel eine sehr denkwürdige Aussage getätigt, bei der ich damals dachte, Mensch, jetzt hat sie es doch begriffen. Sie hat gesagt, ich las das in einer Zeitung, als ich gerade auf dem Weg zu meinem Kunden nach Norwegen war. Sie sagte, eine Vergemeinschaftung von Schulden, vor allem von Bankschulden in Europa, werde es nicht geben, Zitat, solange sie lebe. Zitat Ende. Und sie wurde dann meist umgekehrt zitiert, wie das die Journalisten machen. Sie wurde zitiert, dass es eine Vergemeinschaftung von Schulden nie mehr ihre Leiche geben werde. Sehr beeindruckend. Was glauben Sie, ist 3 Tage später passiert? Am 29. Juni 2012, das war der denkwürdige Tag für alle Fußballfans, als Deutschland gegen Italien im Rahmen der Europameisterschaft verloren hat. An diesem Tag waren unsere Bundeskanzlerin und diverse andere europäische Politiker in Brüssel versammelt, schauten aus Fußball und dann stimmte Frau Merkel, ich weiß nicht, ob es in der Fußballdepression war oder in welcher Geistesverfassung, stimmte Frau Merkel genau dieser Rekapitalisierung von marodenden Banken über den europäischen Rettungsmechanismus zu. Ich frage mich, wie Frau Merkel sich noch im Spiegel betrachten kann. Das heißt doch im Klartext, dass unsere Bundesregierung und auch der Deutsche Bundestag immer wieder Ja gesagt haben und ihr die Selbstentmachtung, nicht nur ihre eigene Selbstentmachtung, sondern genau genommen die Selbstentmachtung des deutschen Souveräns eifrig mitbetrieben haben. Meiner Ansicht nach ohne Not. Und wir wissen sowieso, denn wenn sich unsere Politiker mal fragen, es gibt diverse Fernsehaufnahmen von deutschen Politikmagazinen, die mal im Mikrofon im Deutschen Bundestag unterwegs waren und mal die Bundestagsabgeordneten gefragt haben, für wie viele Milliarden wir denn bereits bürgen, da konnte ihnen keiner Antwort geben. Sie wussten es nicht. Sie haben zugestimmt oft in sehr übereilt anberaumten Sitzungen, ohne die Papiere gelesen zu haben. Zum Beispiel wurden die Unterlagen aus Brüssel gar nicht mehr übersetzt. Und unsere Bundestagsabgeordneten werden nicht alle fließend Englisch sprechen können. Das heißt, sie haben abgenickt und zugestimmt, obwohl wahrscheinlich ein bisschen Rückgrat und einfach mal ein Nein möglicherweise gereicht hätten. Denn wie Sie wissen und wie man auch immer wieder merkt, wenn man die Berichterstattung aufmerksam liest, dann starren unsere europäischen Partner bei diesen Entscheidungen häufig wie das Kaninchen auf die Schlange, wenn es darum geht, dass in Deutschland eine Entscheidung getroffen werden muss. Auch geschehen, als das Bundesverfassungsgericht unlängst getagt hat und es darum ging, wie die Haftungsrisiken begrenzt werden dürfen. Da war nämlich das Bundesverfassungsgericht kurz davor, der EZB kräftig auf die Finger zu hauen. Und was hat Herr Asmussen dann als ein deutscher Direktor der EZB gemacht, zusammen mit Herrn Draghi? Sie haben gesagt, nein, wir werden aber nicht unbegrenzt Staatsanleihen aufkaufen, wir decken das mal, das 500 Milliarden. Das war eine Aussage, das steht nirgendwo. Das ist doch nicht mehr in irgendeiner Weise tatsächlich einklagbar, denn wie Sie wissen, ist der ESM und ist die EZB in dem, was sie tun, von der Deutschen Bundesbank kaum mehr zu kontrollieren, geschweige denn von uns. Und der ESM, das darf man sich auch, muss man sich immer wieder klar machen, die Gouverneure, der Titel allein sagt schon, dass es nichts Demokratisches ist. Die Gouverneure der ESM sind strafimmun. Das heißt, sie können von keinem Gericht, keinem europäischen, keinem deutschen angeklagt werden. Und diesem ESM vertraut der Bundestag unser Geld an. Wenn Sie dann noch wissen, was Sie vermutlich wissen, dass Herr Mario Draghi, genauso wie Herr Monti und genauso wie Alexander De Bellius, alles Vertreter der Investmentbank Goldman Sachs sind, dann geht einem das Messer in der Tasche auf. Dann bekommt man nämlich langsam das Gefühl, dass nicht nur unsere Regierung, sondern auch der Deutsche Bundestag das Volk eigentlich zur Ausplünderung freigegeben hat. Böse Zungen bezeichnen deswegen unsere Volksvertreter als Volkszertreter. Das ist nicht nett, das gebe ich offen zu, aber ab und zu muss man drastisch werden, um klarzumachen, wohin der Weg hier eigentlich geht. Mit der vorbehaltlosen, unbedarften, genau genommen kriminellen Zustimmung zu all diesen Maßnahmen haben unsere Abgeordneten diesen Titel vielleicht zumindest in der Mehrheit verdient. Ich will nicht unterschlagen, und das wissen Sie selbst auch, dass es einige sehr aufrechte Vertreter gibt. Ich weiß, in Sachsen gibt es in Mittelsachsen eine Abgeordnete, die Nein gesagt hat, und wir alle kennen Herrn
Danke. Herrn Bosbach von der CDU und auch Herrn Wilsch, die Nein gesagt haben. Es gibt auch einige mehr, die sich enthalten haben. Aber es ist die Minderheit und genau genommen hat man den Eindruck, dass die Fraktionen, wenn aus der CDU, sich diese Abgeordneten als Paradiesvögel und als Feigenblatt halten. Insgesamt möchte ich sagen, dieses Parlament ist eigentlich eine Schande für unsere Demokratie. Meine Damen und Herren, ich habe relativ wenig über die Zahlen des Euro gesprochen. Ich möchte nur vielleicht eine Zahl verdeutlichen, weil auch ich an mir selbst merke, dass die Dimension der Milliarden, mit denen wir verbal um uns werfen, eigentlich gar nicht mehr plastisch zu fassen sind. Und deswegen leihe ich mir jetzt einen Vergleich aus, den Bernd Lucke gestern Abend in Dresden präsentiert hat. Er hat nämlich mal vorgestellt, wie hoch ein Turm aus 50-Euro-Scheinen dicht gestapelt wäre, wenn wir das Geld mal auftürmten, was wir bereits genau genommen verpfändet haben, oder wenn wir ein bisschen realistischer sein, dann wahrscheinlich verschenkt haben. Sie haben gehört, dass der deutsche Finanzminister vor ein paar Tagen gefragt wurde, für wie viel Geld Deutschland den maximal bürgen würde. Und da hat er nach einer Weile des Nachdenkens geantwortet, es seien 94 Milliarden. Nun wurde er gefragt, halten Sie sich fest, vom Finanzausschuss des Deutschen Bundestages, also dem Gremium, das genau diese Entscheidung getroffen hat, die es eigentlich besser wissen müssten. Und dann wurde in die Akten gekramt und dann wurde festgestellt, nein, es waren nicht 94 Milliarden, es waren 120 Milliarden. Nun gibt es findige Journalisten, Gott sei Dank halten nicht alle still, die haben nochmal nachgeforscht und festgestellt, nein, es sind wahrscheinlich doch eher um die 300 Milliarden. Und wenn man noch weitere Risiken dazu zählt, dann kommt man insgesamt auf ein Maximalrisiko von 600 Milliarden. Wenn Sie anfangen, 50-Euro-Scheine aufzustapeln, um sich klarzumachen, wie viel Geld das eigentlich ist, dann nehme ich jetzt den nächsten Vergleich gleich als erstes und sage Ihnen, der Mount Everest hat 8.848 Meter über Null, je nachdem, wo er misst. Man hat eine Netze, 9 Kilometer. Und wenn Sie einen Turm aus 50-Euro-Scheinen bauen und sie aufstapeln, dann müssten Sie den Mount Everest 11 Mal übereinander stapeln, dann kommen sie ungefähr in der Atmosphäre an, im Weltall an, dann haben sie, glaube ich, 44 Milliarden aufgestapelt. Das heißt, dann haben sie noch nicht mal ein Zehntel dessen, was Deutschland maximal verbürgt hat. Das sind Geldsummen, die können wir uns alle nicht mehr vorstellen. Wenn sie dann auch wissen, um eine andere Zahl, die aus dem Leben gegriffen ist, zu nennen, dass um den Inflationsausgleich der deutschen Rentner zu erreichen, die, wie Sie ja wissen, in den alten Bundesländern eine sage und schreibe Rentenerhöhung von 0,25% bekommen haben. Das sind durchschnittlich um 1,70 Euro pro Monat. Sie fühlen sich aber bestimmt ganz beglückt darüber. Dann wissen Sie, dass für einen reinen Inflationsausgleich der Renten ca. 4 Milliarden nötig sind. Und das für alle Rentner in Deutschland. Und wir wissen, wir haben Rentner in Deutschland auch mehr. Das heißt, es sind Summen, die sind für uns alle nicht mehr vorstellbar. Das sind Summen, bei denen müssen wir den Allgemeinen ablehnen, mit ihnen in der Größenordnung umzugehen oder mit ihnen leichtfertig zu hantieren. Man könnte auch einen einfachen Vergleich bemühen, der ganz einfach zu fassen ist, obwohl die Dimension gar nicht klar macht. Wir wissen, dass die Euro-Rettung an der Stelle nichts gebracht hat, weil sie Griechenland, obwohl es nicht nur ein, nur zwei, sondern wahrscheinlich drei Rettungspakete am Ende gibt. Wir wissen, dass Griechenland deswegen noch lange nicht auf die Beine gekommen ist. Ich habe angedeutet, aber Sie kennen das aus den Zeitungsartikeln sicherlich selbst. Wir wissen, dass der Schuldenstand in Griechenland höher ist. Wir wissen, dass es eine eklatante Arbeitslosigkeit gibt, dass das öffentliche Leben in vielen Bereichen zum Erliegen gekommen ist. Und trotzdem wird in dieses zerlöcherte Fass, das ja nicht per se Griechenland heißt, sondern was auch griechische Banken und internationale Banken heißen müsste. Wir wissen, dass dieses Fass sich mit der Methode, die die EU-Kommission und auch die deutsche Regierung gewählt haben, nicht füllen lässt, weil es ein Fass ohne Boden ist. Und deswegen muss man seinen gesunden Menschenverstand bemühen und sagen, wenn wir wissen, dass das Fass durchlöchert ist, dann dürfen wir kein weiteres Wasser hineinkippen. Und um ein anderes Bild zu benutzen, das kommt mir manchmal so vor, als seien wir alle Statisten in den Märchen des Kaisers Neue Kleider. Und wir warten nur auf das Kind, das laut und vernehmlich ruft, der Kaiser ist nackt. Und ich denke, wir alle, nicht nur hier am heutigen Abend, wo wir vermutlich viele Gemeinsamkeiten
in diesen Ansichten teilen. Wir alle müssen eigentlich nach Hause gehen und in unseren Familien, in unserem Bekanntenkreis genau das tun. Wir müssen das Kind spielen. Wir müssen das Kind sein, das sagt, der Kaiser ist nackt. Und wenn wir das tun, dann werden wir, glaube ich, ganz viele Menschen, die darüber nicht so nachdenken mögen, weil es uns ja ein Gefühl der Sicherheit steht, wenn wir einmal hinter die Fassade schauen. Wir müssen trotzdem uns leisten, dieses Kind zu sein. Wir müssen es riskieren, vielleicht dafür auch mal ausgemacht zu werden und diffamiert zu werden. Weil wir es uns und unseren Kindern meiner Ansicht nach schuldig sind, endlich die Wahrheit zu sagen. Und deswegen stehe ich heute Abend hier vor Ihnen und ich hoffe, wir finden noch weitere Gemeinsamkeiten. Wir sind es, die jeden Tag zur Arbeit gehen, die Fahrkonten und unseren Girokonten parken, in dem Vertrauen, dass wir auch morgen am Geldautomaten daraus noch bedient werden. Wenn wir aber schauen, wo in unserem eigenen Land das Geld an vielen Ecken und Enden fehlt, dann müsste Wut eigentlich Formen annehmen. Dieses Geld fehlt nämlich, das wissen Sie, in Schwimmbädern, in Theatern, in Schulen, die geschlossen werden, weil sie sich nicht mehr rechnen. Als ob das in allen Fällen ein Argument wäre. Nahverkehrslinien müssen eingestellt werden, ob bei Bus oder bei Bahn. Und wir nehmen dadurch auch in Kauf, dass ganze Bevölkerungsteile quasi von der Infrastruktur abgeschnitten sind, weil sie nicht mehr mobil sind. Ich denke, wenn die Erbauer der deutschen Bahnlinien im 19. Jahrhundert genauso gerechnet hätten wie viele unserer Betriebswirtschaftler heute, dann hätte es wahrscheinlich nie eine deutsche Eisenbahn in Deutschland gegeben und auch nicht in Europa. Schauen wir auf unser Bildungssystem, ein Bildungssystem, das wir immer noch hochhalten und nach dem PISA-Schock ja auch kräftig daran herumreformiert haben, dann müssen wir aber feststellen, dass wir heutzutage selbst Lehrer nicht mehr ausreichend bezahlen können. Ich habe gerade vorhin noch einmal nachgelesen, dass es diverse Bundesländer mehr gibt, in denen Referendare sich in den Schulferien arbeitslos melden müssen, weil sie von den jeweiligen Bundesländern nicht finanziert werden. Das gilt wahrscheinlich nicht im großen Maß von Nordrhein-Westfalen, denn sie sind die Lehrer nach wie vor zumindest die meisten Vorbeamten. Aber für die neuen Bundesländer ist es definitiv ein großes Problem. Ich weiß auch, in Nordrhein-Westfalen gibt es angestellte Lehrer, aber Sachsen zum Beispiel hat gerade von mehreren hundert Absolventen gerade neun im neuen Schuljahr eingestellt. Die restlichen sind nach Baden-Württemberg und Hessen abgewandert. Das ist ein Zustand, den man eigentlich nicht dulden kann. Apropos Zustand, der bauliche Zustand vieler Schulen in Deutschland ist sowieso beklagenswert. Und wenn das Geld, wie in Braunschweig geschehen, lieber für VIP-Logen im Fußballstadion ausgegeben wird, anstatt für den Sanierungsstau in Schulen, und daraufhin die Eltern die Klassenräume ihrer Kinder renovieren, dann erdreisten sich die Braunschweiger Kommunalpolitiker auch noch, dies als großen Akt der Ehrenamtlichkeit und des Gemeinsinns darzustellen. Das muss man sich einfach vorstellen. Also lieber Fußball als Schule. Auch wenn wir auf musische Ausbildung schauen, ich bin selbst davon betroffen im positiven Sinn, weil ich seit dem 5. Jahr Klavier spiele, auch die musische Ausbildung ist in Deutschland durchaus ein Luxusgut geworden, vor allem wenn man mehr als ein Kind hat. Schauen wir in andere weniger wohlhabende Staaten, nicht nur in Südamerika, sondern auch in den baltischen Staaten, dann sehen wir, dass es durchaus andere Ansätze gibt, dass aus diesen Ländern in einem Maß musischer, künstlerischer Nachwuchs hervorgeht, der seinesgleichen sucht. Das heißt, der Titel Exportweltmeister und die Tatsache, dass es uns ja angeblich viel besser geht als vielen anderen Ländern in Europa, scheinen wir lange nicht dazu zu führen, dass wir in der Lage sind, den kulturellen und den Bildungsnachwuchs in unserem Land ausreichend zu fördern. Da wir aber wissen, dass wir arm an Rohstoffen, aber vielleicht nicht so arm an intellektuellem Potenzial sind oder zumindest nicht waren, sollten wir uns doch fragen, in welche Bereiche der Wirtschaft wir investieren wollen. Und noch eins möchte ich in diesem Zusammenhang sagen, was mich schon immer stört. Ich bin als Unternehmer nicht nur gezwungen worden, sondern auch freiwillig bin ich den Schritt gegangen, meine Unternehmen betriebswirtschaftlich zu betrachten, denn sonst kann ein Unternehmen nicht bestehen. Und da ist mir aufgefallen, dass ein eklatanter Widerspruch herrscht zwischen dem Verständnis von Investitionen. Investitionen auf der einen Seite in Straßen, Maschinen und Anlagen, die auch betriebswirtschaftlich eine Investition sind. Schauen wir aber mal in unseren Staat, in unsere Gesellschaft, dann sind Investitionen in Bildung,
immer nur dann Investitionen in Bildung, wenn ein Wahlkampf ansteht. Ansonsten sind diese Ausgaben unter Sozialausgaben zu verbuchen. Kindergeld und auch andere Bildungsausgaben werden auf Sozialhaushalten getätigt und das erwirbt immer den Anschein und auch am Ende die Auffassung vieler Bürger, dass das Almosen sind, dass das genau genommen Wohltaten des Staates sind, die eigentlich keine Berechtigung oder zumindest keine volle Berechtigung haben. Ich denke, wir müssen auch an der Stelle anfangen, umzudenken. Wenn wir unseren Auftrag ernst nehmen, die nachkommenden Generationen und uns selbst dauerhaft bilden zu wollen, wenn wir wirklich eine Bildungsgesellschaft sein wollen, dann müssen auch diese Ausgaben betriebswirtschaftlich eine Investition werden. Ich denke, das würde auch ein Umdenken in den Köpfen wirken, weil wir dann nicht mehr über Humankapital reden, sondern auch die Menschen dahinter wirklich sehen. Und das ist dringend nötig. Ich möchte noch zu einem Thema kommen, das uns alle in diesen Tagen aufregt, und das ist die Energiewende. Die Energiewende, die rein emotional vielleicht verständlich ist, rational aber nicht. Wenn wir uns überlegen, dass wir in Deutschland eines der besten Stromversorgungssysteme Europas haben oder hatten, vielleicht gerade noch haben, auf das viele europäische Nachbarn stolz sind, dass wir Strom exportiert haben oder immer noch exportieren, dann frage ich mich, was unsere Regierung dazu getrieben hat, dieses System oder diese Infrastruktur leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Ich habe gar nichts gegen Windkraftanlagen und auch nichts gegen Solaranlage auf dem Dach und auch nichts gegen dezentrale Energieversorgung, gegen Biogasanlagen, wenn sie denn dazu genutzt werden, Abfälle aus der Tierproduktion energetisch zu nutzen. Keine Frage. Aber das, was hier passiert im Rahmen der Energiewende, ist nicht nur konzeptionslos, sondern vor allem verantwortungslos. Selbst Herr Altmaier hat zugegeben, unser Bundesumweltminister, dass die Energiewende vermutlich 1 Billion Euro kosten wird. Ich habe vorhin gerade die maximalen Haftungsrisiken, die maximalsten Haftungsrisiken, wie es schon spöttisch genannt wird, mit um die 600 Milliarden beziffert. Wenn wir wissen, dass die Energiewende uns ca. 1 Billion Euro kosten wird, die vor allen Dingen vom Steuerzahler und vom Mittelstand getragen werden muss, und wenn wir wissen, dass wir 2 Millionen Euro Staatsschulden haben, dann sollten uns die Ohren schlackern. Das sind Zahlen, die wir uns nicht vorstellen können und keiner weiß, wie diese Lasten zu tragen sein werden. Das ist nämlich genau so, wie es schon passiert ist, dass wir Windparks in die Nordsee bauen, aber vergessen, die Stromkabel dazu zu verlegen. Noch dazu, wenn Sie mal tatsächlich den Vergleich, sich die Mühe machen und mal die Preise vergleichen, man kann dank des Internets auch mal die Strompreise zum Beispiel in Großbritannien anschauen. Und Großbritannien ist ein Land, in dem die Lebenshaltungskosten vergleichsweise hoch sind. Dann sehen Sie, dass unsere Strompreise die britischen problemlos toppen. Aus diesem Grund und weil wir der Meinung sind, dass auch eine Energiewende nicht nur emotional, sondern vor allem rational begründet werden sollte. Aus diesem Grund fordern wir eine Kehrtwende in der Energiepolitik. Wir fordern, dass das EEG in der derzeitigen Form abgeschafft wird. Wir fordern, dass die Vorrangeinspeisungen aufhören. Es ist uns allen verständlich, dass es teuer ist, ein Kraftwerk ständig hoch und runter zu fahren, um dafür Windenergie einzuspeisen. Wenn sie eingespeist werden kann, wenn sie wirtschaftlich eingespeist werden kann, ist dagegen nichts zu haben. Aber wir wissen, dass die tatsächlichen Preise pro Kilowattstunde zwischen Strom aus Gas oder Strom aus Kohle und dem Strom aus Solar- und Windenergie um Größenordnungen auseinanderklaffen. Also ich glaube, der Preis für eine Kilowattstunde Solarstrom liegt bei über 20 Cent. Der Preis für eine Kilowattstunde Gas oder Kohle liegt bei deutlich unter 10 Cent. Noch viel schlimmer als Wissenschaftler finde ich, dass diese Energiewende auch noch ökologisch und wissenschaftlich verbrannt wird. Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass Wissenschaft dringend unabhängig sein muss von Politik und Wirtschaft. Denn die angeblich drohende Erderwärmung wurde ja, inzwischen sind wir da ein bisschen vorsichtiger, aber wurde ja lange Zeit als Begründung für die überstürzt eingeleitete Energiewende benutzt. Und da müssen wir dann nicht mal mehr die sogenannten Klimakritiker bemühen, sondern wir können schon den Weltklimarat selbst zitieren, der Anfang des Jahres 2013 festgestellt hat, dass die Erderwärmung in den letzten 15 Jahren stattgefunden hat. Was für eine Überraschung. Ich finde es aus wissenschaftlicher Sicht unerträglich, wie Wissenschaftler auch in unserem Land, in einem angeblich demokratischen Land, abqualifiziert und diffamiert werden.
Sie wissen, dass es beim Umweltbundesamt eine Schwarzliste von sogenannten Klimakritikern gibt. Das hat aber mit freier Wissenschaft nichts mehr zu tun. Noch dazu kommt, dass wir in uns Europa eine Art modernen Ablasshandel leisten, den sogenannten CO2-Emissionshandel. Und dass selbst wenn in Deutschland CO2-Emissionen eingespart werden, was ja prinzipiell nichts Schlechtes ist, ob es nötig ist, ist eine andere Frage, dass dann diese CO2-Zertifikate verkauft werden, damit dieses CO2 an anderer Stelle in die Luft gepustet werden kann. Das hat doch mit Ökologie, wenn ein Verzicht auf CO2 dazu beiträgt, mitnichten etwas zu tun. Das heißt, wenn wir ehrlich sind, geht es auch in dieser Debatte nicht um das Klima, nicht um Ökologie, sondern um Geld. Um Geld und um Macht. Und da scheut man offensichtlich auch nicht, Methoden anzuwenden, wie sie die heilige römische Inquisition kannte. Denn wenn man nicht sagen darf, dass CO2 kein Klimakiller ist, und man damit schon ein Klimakritiker oder ein Klimaskeptiker oder vielleicht sogar ein Ketzer ist, dann ist das doch vielleicht nicht ganz so schlimm, aber in der Tendenz nichts anderes als das, was damals mit Galileo Galilei passiert ist. Und das, denke ich, müssen wir uns in einer Demokratie, das dürfen wir uns in einer Demokratie wie der unseren nicht leisten. Jetzt komme ich zu einem Thema, bei dem wir auch alle immer ganz betroffen nach unten schauen. Und ich habe mich an der Stelle exponiert. Ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, dass die Alternative für Deutschland auch Losplakate hat sponsern lassen von Mitgliedern und Unterstützern. Ich habe mein Gesicht dahergegeben für ein Thema, das schwierig ist für Deutschland. Und ich sage deswegen schwierig, weil ich mich noch gut erinnern kann, als ich in der Kern zur Schule gegangen bin. Ich habe, also wie schon vorher ausgeführt wurde, einen Teil meiner Schullaufbahn noch im Osten verbracht, nämlich bis zur 7. Klasse und bin ab der 8. Klasse erst in Dortmund, dann in Schwerte und dann in der Kern zur Schule gegangen. Da haben wir im Politikunterricht in der 12. Klasse über die Parteienlandschaft in Deutschland gesprochen und auch über diverse andere Dinge. Und ich erinnere mich noch gut, dass mein damaliger Freund, jetzt Ehemann, dass wir beiden ganz alleine dastanden, als wir gesagt haben, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das war in Balkanen nicht politisch korrekt in den 90er Jahren. Wir wurden von unseren Mitschülern geradezu angefeindet, wie wir es wagen könnten, von Einwanderung zu sprechen. In Deutschland gäbe es keine Einwanderung, in Deutschland gäbe es allenfalls Asylbewerber. Nun, da bin ich jetzt optimistisch und sage, wir sind ja offenbar inzwischen ein Stück weiter. Auch von Politikern der politischen Konkurrenz wird nicht mehr geleugnet, dass wir über Einwanderung sprechen müssen. Und als ich letzte Woche auf dem Weg nach Lüneburg war, zu einer Wahlkampfveranstaltung, da kam noch im Radio des Mitteldeutschen Rundfunks ein Beitrag über Asylbewerber in Bitterfeld. Bitterfeld ist eine der Städte im Osten, die zu DDR-Zeiten unter schlimmster Umweltverschmutzung gelitten haben. Darum geht es aber gar nicht. Es ging darum, dass in Bitterfeld auf einer öffentlichen Wiese Asylbewerber streiten, unter anderem für das Recht auf Arbeit. Nun, Sie wissen vielleicht, dass wir im Programm stehen haben, dass wir für Asylbewerber ein Recht auf Arbeit fordern. Dass wir der Meinung sind, dass man Menschen, egal woher sie kommen, nicht zur Untätigkeit verdammen sollte. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, der Vertreter der Stadt Bitterfeld sagte dann etwas verschämt, aber er sagte es hörbar in seinem Interview, die Probleme, die wir aktuell in Deutschland mit Asylbewerbern haben, die können wir mit dem herrschenden Asylrecht überhaupt nicht lösen. Was wir brauchen, ist ein ordentliches Einwanderungsrecht. Und deswegen fordert die Alternative für Deutschland als einzige der aktuell zur Wahl stehenden Parteien, dass wir endlich offen und ehrlich über bedarfsgesteuerte Zuwanderung, über bedarfsgesteuerte Einwanderung reden. Ländern, die wir doch bestimmt ohne Probleme auch als demokratisch bezeichnen, Australien, Kanada, Schweden und ich könnte auch viele andere nennen, all diese Länder haben seit Jahren bedarfsgesteuerte Einwanderungsgesetze und müssen sich dafür nicht rechtfertigen, müssen sich nicht nationalistisch, rechtspopulistisch, rechtsextrem oder sonst etwas nennen müssen, weil es das natürliche Recht eines Staates, einer Gesellschaft ist, zu entscheiden, wen man einwandern lässt und wen nicht. Eine Gesellschaft lebt von denen, die das System unterstützen, ja, die es finanzieren. Und das sind natürlich diejenigen, die in diesem Land, also in unserem Land, in Deutschland, jeden Tag zur Arbeit gehen und ihre Steuern zahlen. Doch erstaunlicherweise haben wir seit Jahren in Deutschland die Situation, dass gerade in dem Punkt der Zuwanderung viele Augen und Hörer Augen zugedrückt werden.
Ich habe vor kurzem vertrauliche Zahlen gesehen, die die Bundespolizei aufgestellt hat, nämlich darüber, wie viele illegale Einwanderer, oder offiziell sind es ja illegale Asylbewerber, jeden Tag und über die Zahl der Wochen und Monate über unsere Grenzen kommen. Und die Tendenz mit diesen Zahlen geht steil nach oben. Wir hören das immer nur dann oder nehmen das wahr, wenn ein weiteres Asylbewerber oder ein Asylwohnheim aus den Nähten platzt, wenn, wie in Leipzig unlängst, darüber diskutiert wird, ob man diese Asylbewerber zentral oder dezentral unterbringt. Und wenn zum Teil auch tatsächlich die menschenunwürdigen Zustände ans Tageslicht treten, die zum Teil in diesen Asylbewerberheimen herrschen. Wenn wir aber die Frage stellen, warum wir Probleme mit der Unterbringung der Asylbewerber haben, dann stoßen wir auf folgende Wahrheit. Viele der offiziellen Asylbewerber, die doch in Wirklichkeit Wirtschaftsflüchtlinge sind, also eigentlich Einwanderer, die kommen über die sogenannten grünen Grenzen, über die offenen Grenzen innerhalb des Schengen-Raums. Wenn also Bootsflüchtlinge übers Mittelmeer nach Lampedusa kommen oder über andere Wege nach Bayern oder eben nach Polen oder nach Tschechien, dann bekommen diese aufgrund der EU-Gesetze ein vorläufiges Bleiberecht und können sich innerhalb des Schengen-Raums frei bewegen. Und diese Zuwanderer bleiben meistens nicht in Italien, oder auch in Tschechien oder auch in Polen, die kommen ohne Probleme nach Deutschland, auch nach Dänemark, auch nach Schweden. Das sind nicht die Einzigen, aber wir sind ein großes Aufnahmeland. Wir kontrollieren ja auch nicht. Wir dürfen nicht mehr kontrollieren. Und wenn Sie dann zurückdenken, wie die Dänen sich dafür rechtfertigen müssten, dass sie zwischenzeitlich Grenzkontrollen ihren eigenen Grenzen eingeführt haben, dann wissen Sie, wie weit es mit der politischen Korrektheit schon vorangeschritten ist. Wir dürfen nämlich gar nicht mehr sagen, dass wir ein Problem mit diesen Einwanderern haben. Aber ich habe mich gefreut, dass es der Politiker aus Bitterfeld auch einmal getan hat, obwohl er kein Politiker der Alternative für Deutschland war. Das heißt, wir können ganz klar und deutlich konstatieren, dass uns Zuwanderer oder auch Asylbewerber willkommen sind, die anderswo politisch verfolgt werden. Ich wäre dafür gewesen, Herrn Snowden aufzunehmen, aber Deutschland hat das relativ schnell abgelehnt. Übrigens, eine Umfrage der NTV habe ich heute gesehen. In einer Umfrage der NTV habe ich heute gesehen, dass ca. 80% der Deutschen Herrn Snowden hier Asyl gewährt hätten. Wir wurden aber nicht gefragt. Und sind also Zuwanderer willkommen, die friedlich mit uns zusammenleben wollen und die ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihr Können in die Gesellschaft einbringen wollen. Die selbstverständlich unsere Gesetze achten und auch die deutsche Sprache erlernen wollen. Meine Schwester hat 4 Jahre lang in den USA gelebt und hat dort auch ein Kind bekommen, die dann selbstverständlich auch amerikanischer Staatsbürger geworden ist. Da wird gar nicht gefragt, wenn ein Kind dort in den Kindergarten werden will, muss es Englisch können. Im Gegensatz dazu hat meine Mutter sich fragen lassen müssen, als sie in Berkan noch gewohnt hat, ob sie nicht eine türkische Vorleserin für den Kindergarten beschaffen kann. Weil es ja nicht den türkischen Kindern nicht zumuten könne, deutsche Märchen zu hören. Man fragt sich, was daran noch natürlich ist. Das heißt, uns sind prinzipiell Menschen gekommen, die sich an unsere Regeln halten wollen. Ich denke, das ist eine ganz klare Linie und an dieser Stelle möchte ich auch ganz klar sagen, das ist eine demokratische Linie. Gleichzeitig muss man dann aber auch sich umdrehen und sagen, wir finden es nicht in Ordnung und auch das ist ein völlig normaler Standpunkt, dass wir ein Problem damit haben, wenn wir zunehmend Zuwanderer haben, die nur von unserem Sozialsystem leben wollen und von denen wir uns dann gegebenenfalls sogar noch beschimpfen lassen wollen und die verwirren lassen müssen. Das ist nicht in Ordnung und das geht in keinem anderen Land. Und gerade weil ich ja einige Jahre in Nordrhein-Westfalen gelebt habe, ich sage immer, ich bin in Westfalen groß geworden, gerade aus Berkane und im östlichen Ruhrgebiet weiß ich um die Stadtbezirke, die von der Polizei nicht mehr gerne betreten werden wollen. Dafür muss man nicht nach Berlin oder Köln gehen, das kann man auch in diesem Bundesland finden. Und das kann auch nicht sein, dass es offensichtlich Stadtbereiche gibt, in die sich selbst die Polizei nicht mehr hineintraut und in denen deutsches Recht nicht mehr anerkannt wird. Und das ist nicht ausländerfeindlich oder extremistisch, so etwas zu sagen, sondern es ist einfach nur mutig und wahr. Dass die Statistiken über die tatsächliche Zuwanderung in Deutschland mit allen Spezifikationen offengelegt werden, dass nicht nur, wie in der FAZ von gestern steht, dass Deutschland Zuwanderung erlebt hat,
Da würde ich dann zumindest reden, dass der Zuwachs an Bevölkerung in Deutschland ausschließlich auf Zuwanderung zurückgeht, sondern wir fordern, dass wir darüber hinaus endlich ein ordentliches Einwanderungs- und Zuwanderungssystem, zum Beispiel nach dem Vorbild Kanadas, erhalten. Und wir denken, dass dies selbstverständlich ist. Ich habe vorhin schon gerade darüber geklagt, dass wir auch in unserem Bildungssystem einiges ändern müssen. Ich möchte nicht alle Details heranziehen, sonst rede ich um eine weitere Stunde und das mag ich Ihnen nicht zumuten. Ich möchte aber doch nochmal darauf eingehen, dass nur einige Mängel im deutschen Bildungssystem durchaus systematischen Charakter zu haben scheinen. Denn anstatt den Heranwachsenden ein solides und ausbaufähiges Grundwissen zu vermitteln, werden sie oft mit Spezialwissen überfrachtet, ohne dass die entsprechenden Grundlagen gefestigt werden. Und das weiß ich von meinen beiden schulpflichtigen Kindern und ich habe zwei Neffen und eine Nichte, die in Baden-Württemberg aufwachsen. Und Sie wissen doch, Baden-Württemberg hat neben Bayern und Sachsen angeblich das beste Schulsystem in Deutschland. Auch da haben wir die gleichen Mängel zu beklagen. Das heißt, häufig wird logisches und analytisches Denken und Herangehen an Aufgabenstellungen und Probleme nicht mehr trainiert. Da muss man sich doch was fragen, ob Logik inzwischen nicht mehr gefragt ist. Denn vielleicht ist sie sogar staatsgefährdend. Wer logisch denken kann, denkt nämlich auch über die Politik unserer Regierung nach und glaubt nicht alles, was in der Zeitung steht oder der Tagesschau verbreitet wird. Und wenn ich das lese oder höre, dann denke ich doch, Mensch, das kenne ich irgendwo ja. Denn ich bin aufgewachsen in einem System, in dem man in der Schule nicht das sagen durfte, was man dachte und in dem, wenn man ein Elternhaus hatte, das kritisch war, man frühzeitig mit zwei Wahrheiten aufwuchs. Wenn ich manchmal höre, was im Kinderkanal in der sogenannten Nachrichtensendung Logo verbreitet wird und was meine beiden großen Kinder in der Schule lernen, fühle ich mich nicht in allen Einzelheiten, aber in einigen doch durchaus an meine Kinderzeit erinnert. Firmen, und da zähle ich mal gleich dazu, den Bildungsstand von Azubi-Bewerbern beklagen, dann befürchte ich, ist das zum guten Teil auch unserem Bildungssystem zu verdanken. Denn von einer Tatsache bin ich fest überzeugt, die Kinder von heute sind vielleicht viel medialer überfrachtet als die Kinder von vor 20 Jahren, aber sie sind prinzipiell bestimmt nicht dümmer. Ein herausragendes Problem in der deutschen Bildungslandschaft, das wir endlich angehen müssen und das wir nur angehen können, wenn wir als Bürger unsere Stimme erheben, ist die Tatsache des Bildungsföderalismus. Ich weiß, Föderalismus ist toll und ich habe mich auch schon in Leipzig mit Damen und Herren des liberalen Flügels der FDP demokratisch gezofft, als wir über das föderale System nachgedacht haben. Ich finde Wettbewerb sehr in Ordnung. Ein Wettbewerb, der am Ende auf dem Rücken der Schwächsten ausgetragen wird, kann nicht funktionieren. Und damit meine ich unsere Kinder. Denn es kann nicht sein, dass es ein Problem ist, für Familien aus Nordrhein-Westfalen nach Bayern oder nach Hamburg oder nach Sachsen umzuziehen, weil sie dann dreistellige Summen für neue Schulbücher ausgeben müssen und weil die Schulsysteme offenbar so unterschiedlich sind, dass ein direkter Übergang innerhalb der gleichen Klassenstufe manchmal unmöglich ist. Das ist doch eigentlich. Das sind doch Zustände, überspitzt gesagt, wie zu Zeiten des Wiener Kongresses, als wir in Deutschland haufenweise Kleinstaaten hatten. Es kann doch nicht sein, es muss doch neben der Wirtschaftlichkeit an der Stelle einfach eine Vernunft geben, die uns dazu bringt, gemeinsame und verbindliche Standards in allen Bundesländern so zu etablieren. Und dann fragt man sich natürlich auch, ob unsere Kultusministerien oder andere dann zumindest zum Teil vielleicht überflüssig werden. Aber die dürfen natürlich momentan nicht überflüssig werden, denn da haben wir Posten dran. Aber ich denke, wir sollten darauf achten, dass wir nicht Politik für Politiker machen, sondern Politik für die Bürger. Und um das auf einen Punkt zu bringen, ein Slogan, den wir lange diskutiert haben in der Alternative für Deutschland, wir sind der Meinung, dass der Staat zuerst den Bürger dienen soll. Und ich denke, da haben wir eine Menge zu tun. Nur ganz kurz streifen, beschäftigt uns aber in den letzten Tagen zunehmend. Und das ist die Frage der Syrien-Krise und das ist die Frage der Auslandseinsätze der deutschen Bundeswehr. Wir leisten uns nämlich seit einigen Jahren
kostspielige militärische Abenteuer, nicht nur in Afghanistan, auch am Horn von Afrika und an anderen Plätzen der Welt. Oftmals merkt man das auch gar nicht so richtig, und darüber, dass die europäischen Grenzen durch halb private militärische Firmen im Mittelmeer verteidigt werden, ich sag mal Eurex, darüber reden wir in der Öffentlichkeit auch nur ungern, aber wir sehen, auch dort sind wir nicht unbedingt immer demokratisch unterwegs. Jedenfalls müssen wir uns fragen, halten wir uns noch an den Artikel 87 des Grundgesetzes, nachdem die deutsche Bundeswehr nur zu Verteidigungszwecken eingesetzt werden darf, als Erfahrung aus unserer leidvollen Geschichte im letzten Jahrhundert? Als Begründung dafür wird uns immer wieder die drohende Terrorismusgefahr eingeredet. Und Terrorist ist heutzutage fast jeder, und wahrscheinlich sind wir es alle auch schon, wenn die NSA unsere E-Mails liest. Da darf man kein falsches Wort sagen und schreiben. Man sollte es auch besser nicht austesten. So wie das Erste, was ich gelernt habe, als ich das erste Mal in den Vereinigten Staaten von Amerika war, in der Immigration-Schlange bitte keine Witze über Bombenanschläge zu machen. Das ist gefährlich. Aber wir dienen dieser Gefolgschaft bei den diversen Einsätzen am wenigsten unseren eigenen Interessen, sondern wir verspielen auch viel Kredit, den Deutschland in vielen Ländern der arabischen Welt hat, weil sie eben gerade in den Zeiten der Teilung der beiden deutschen Staaten nicht an Militäreinsätzen teilgenommen haben. Und deswegen müssen wir uns gut überlegen, ob wir diesen Kredit weiter aufs Spiel setzen wollen. Denn bei einem sind wir uns doch vielleicht einig: Deutschlands Demokratie wird nicht am Hindukusch verteidigt. Und sie wird auch nicht in Syrien verteidigt. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen und sagen, unsere Aufgabe als deutsche Bürger ist es zuallererst, die Demokratie im eigenen Land zu verteidigen, bevor wir sie irgendwo anders hin exportieren. Deshalb fordern wir nicht zuletzt, deshalb fordern wir das Ende der Auslandseinsätze der Bundeswehr. Jetzt habe ich viele Themen angerissen, und vielleicht werfen Sie mit Ihren Fragen noch weitere Themengebiete auf. Wie soll es nun weitergehen? Auf keinen Fall so wie bisher. Und wenn man uns fragt, Sie haben doch aber gar keine fertigen Lösungen, dann möchte ich zurückkehren zu der Tatsache, dass als allererstes vor der Lösung eines Problems die Analyse des Problems steht. Und das ist ja das, was gar nicht mehr passiert. Und wenn ich überlege, wie wenig über die Euro-Krise vor dem Auftauchen der Alternative für Deutschland gesprochen wurde, dann kann man aber positiv konstatieren, wir haben doch die politische Diskussion allein durch unser Auftauchen entscheidend bereichert. Das heißt, wir treten an, um die Politik unseres Landes und letztlich damit auch die Politik Europas zu einer Kehrtwende zu zwingen. Um es bildlich zu machen, aus einer Sackgasse kann man nur herauskommen, wenn man sich umdreht und auch gegebenenfalls ein paar Schritte zurückgeht. Die Politik muss wieder für Menschen da sein und nicht umgekehrt. Und das klingt wie eine Phrase, wenn Sie an alle Beispiele denken, die ich jetzt aufgeführt habe, dann wissen Sie, es ist keine. Denn häufig ist die Politik für die Politik da und für sonst niemanden. Das Recht darf auch nicht weiter der Politik untergeordnet sein. Rechtsbrüche wie die im Rahmen der Maastricht-Verträge sind nicht hinnehmbar. Recht darf nicht beliebig verborgen werden, sondern die Politik hat geltendem Recht zu folgen. Das heißt auch, dass es für Prominente vor Gerichten keine Deals geben darf, auch wenn die gerade geschlossen wurden. Das ist nicht demokratisch. Bürger müssen bei wichtigen Entscheidungen mitbestimmen können. Deshalb haben wir in unserem Programm stehen, dass wir Volksabstimmungen nach dem Schweizer Modell einführen werden. Das wird kein leichter Weg sein, denn die anderen Fraktionen im Bundestag werden das nicht bereitwillig mitmachen. Aber wir werden unsere Stimme im Bundestag dazu nutzen, dieses immer wieder vehement zu fordern, und bin davon überzeugt, dass wir auch in diesem Kampf Verbündete finden werden. Die Währungshoheit, das ist durch die Euro-Krise hinlänglich bewusst geworden, muss in die jeweiligen Länder zurückgeholt werden. Ob das dazu führt, dass es kleinere Währungsverbünde oder am Ende tatsächlich eine komplette Auflösung des Euros geben wird, das kann heute und hier noch gar nicht gesagt werden. Tatsache ist nur, jedes Land ist für sich selbst verantwortlich. Und das heißt auch, dass unsere Bevormundung durch nicht legitimierte Kommissionen, Gouverneure, Rettungsschirme endlich aufhören muss. Die etablierten Parteien unseres Landes, wir bezeichnen sie inzwischen schon gerne als Einheitsparteien, und auch da sehen wir die Parallele zur ehemaligen DDR,
die CDU, CSU, SPD, FDP, die Grünen und sehr oft auch die Linken, haben bewiesen, dass sie sich nur graduell voneinander unterscheiden. Das ist kein Parlament mehr, in dem es eine Opposition gibt. Da haben wir einen großen Block sitzen, der sich meistens, zumindest in den wichtigen Themen, offenbar einig zu sein scheint. Und mehrheitlich, muss man konstatieren, sieht man das ja in den Entscheidungen zu den Euro-Rettungspaketen. Unser Parlament, der Bundestag, ist damit offenbar, zumindest augenblicklich, keine Volksvertretung mehr und wir alle sind aufgefordert, dies am 22. September zu ändern. Denn wir brauchen kein Parlament, wir brauchen keine Parlamentarier, die für ein möglichst störungsfreies Leben die wichtigsten Rechte des Souveräns der Bürger aus der Hand geben. Und deswegen, und um bei einem weiteren Prominenten, der leider nicht mehr lebt, zu bleiben, können wir doch konstatieren, dass alte Probleme in der Regel nicht mit alten Köpfen gelöst werden können. Für alte Probleme braucht man neue Köpfe. Und viele dieser neuen Köpfe, ob nun promoviert oder nicht, finden sie in der Alternative für Deutschland. Und wir haben uns entschieden, diesen Weg, auch wenn er steinig ist, mit einer Entschlossenheit zu gehen. Und sie alle erleben täglich, besonders gerade wie kürzlich hier in Bonn auf der Kennedy-Brücke geschehen, was das auch für einen persönlich heißen kann. Wir haben gezählt, es hat 21 Verstöße in den letzten Wochen gegeben, Behinderungen der Wahlkampfaktivitäten, dann meine ich keine Plakatabrisse, sondern tätliche Angriffe, ob das die Angriffe in Göttingen waren oder die Angriffe hier in Bonn oder die Angriffe in Freiburg oder die ganz publik gewordenen Angriffe auf Bernd Lücke am vergangenen Samstag in Bremen. Das darf uns aber nicht davon abhalten, trotzdem weiterzumachen. Und die letzten Wochen im Wahlkampf zeigen uns, dass die Menschen zunehmend hellhörig werden. Nur als ein Beispiel dafür kann ich Ihnen sagen, dass 2,5 Millionen Flyer, die wir noch nicht einmal haben, sondern nur ausgerufen haben, dass die bereits nach wenigen Tagen vergriffen gewesen sind. Ich glaube, ich habe die Hoffnung, dass viele Menschen in Deutschland, die Bürger, endlich aufwachen. Und deswegen möchte ich Sie bitten, diesen Weg zu unterstützen, hinter diesen Weg auch zu hinterfragen, ihn zu begleiten und uns dabei zu helfen, unser Land und auch unseren Kontinent auf dem Weg der Demokratie voranzubringen. Deshalb möchte ich Sie bitten, geben Sie am 22. September Ihre Stimme der Alternative für Deutschland. Dankeschön.